Mühlviertel, Südböhmen, Thaialand. Hier entlang der österreichisch-tschechischen Grenze sind die Menschen prinzipientreu. Egal, was man trinkt, aber du wirst bei keinem Hopfenbahn einen gespritzten kriegen. Und leidenschaftlich. Wenn man da kein Schmalz und hat, keine Muckis, dann wird das nichts, das Ganze. Käse kann hier Füße bekommen. So ein rinnender Käse, ein stingender, so ein richtig guter. Und selbst zwischenmenschliche Hürden beflügeln. Manchmal fliegen ja wirklich die Fetzen, aber dann schreibt man sich einmal an, 10 Minuten. Im Endeffekt, glaube ich. Wir kommen immer wieder zueinander, sagen wir es so. Das in einer Region, die lange nicht unbedingt als Nabel der Welt gegolten hat. Bis zur Öffnung der Grenze war auch für uns, die wir da aufgewachsen sind, mit dem eisernen Vorhang, war die Welt aus. Wenn man Thaiertal-Radweg. Da fahren viele von Tschechien rüber zu uns und umgekehrt. Das merkt man dann, wenn dann einer entgegenkommt. Ahoi. Früher haben sie uns öfter ein bisschen verspottet, dass sie gesagt haben, ja, ihr seid ja da hinter aus, da im tiefsten Mühlviertel drin. Und ich habe aber immer gesagt, Leute, die lang hinter aus sind, sind irgendwann wieder mal weit vorne. Das Land wurzelt fest auf Granit. Steine prägen das Antlitz und die Bauwerke der Region. Und die Menschen erfüllen die oft jahrhundertealten Gemäuer bis heute mit Leben. Abrahamhof in Hirschbach im Mühlkreis starten die Schafe mit einer Fahrt auf dem Ringelspiel in den Tag. Dementsprechend lang ist die Warteschlange frühmorgens. Ihre Bäuerin Manuela Pürmeier präsentieren die Tiere erst einmal die Hinteransichten. Nicht sehr betörend. Aber das macht nichts eigentlich, gell? Das ist halt, wie es ist. Manche sind ein bisschen nervöser, weil sie halt schon zum Kraftfutter abfahren wollen, weil sie jetzt Leckerli herumkriegen. Aber so, sie kennen den Weg, sie wissen genau, um was es geht, die Schafe. Und es gibt auch eine Rangordnung für die Schafe. Also wir wissen genau, wenn jetzt eine kommt, wenn die Schwarzen jetzt kommen, dann weiß ich, es dauert nicht mehr lang, dann sind wir bald fertig mit welchen. Ich kenne sie nur vom Alter, also ich kenne sie nur von hinten. Gell? Und Namen haben sie ganz klar, die Schafe. Die Biomilch der namenlosen Lieferanten verarbeitet Manuela mit ihrem Mann Ernst Freudenthaler gleich frisch nach dem Melken in der hofeigenen Käserei. Die beiden leben und arbeiten seit über 20 Jahren zusammen. Da versteht man sich auch ohne viel Worte. Also ein Stall in der Früh ist eigentlich einmal, sagen wir, da ist jeder in der Aufwachphase. Man legt sich den nächsten Tag zurecht, man macht sie sozusagen. Sagen wir, da haben wir nicht sehr viel, da reden eigentlich die Schafe mehr. Grundsätzlich, wir wissen genau, was jeder zum Tun hat. Es ist schon so, wir sind eigentlich ein eingespieltes Team. Brauchen nicht mehr viele genau, Worte. Nein. Ein Blick genügt. Und ich kenne mich aus. Manuelas Reich ist die Reifekammer, denn hier lagern ihre Schätze. Von Blauschimmel über Feta bis zum Kräuterkäse. Die Sennerin experimentiert gerne. Auch das Bestreichen der Laibe mit Rotkulturen ist allein ihre Aufgabe. Also das ist eine Arbeit, was mich wirklich gefreut, weil ja, das auch so eine sinnfreie Arbeit finde. Wenn ich da Käse schmieren tue, da bin ich ganz bei mir und ich kann mir einfach wieder, ja, da kann man über Sachen nachdenken, wo man sonst eh keine Zeit hat und das ist einfach schön. Und wenn es draußen heiß ist im Sommer, bin ich sehr gern herin in der Käserei. . 2002 haben Manuela und ihr Mann den Betrieb der Eltern übernommen. Und sie stellen um. Milchschafe sollen es sein. Heute stehen an die 100 französische Lacon-Schafe unter ihrer Obhut. Die Stalltür steht den Tieren immer offen. Sie dürfen jederzeit raus auf die Mühlviertler Weide. Der prächtige Hof aus dem 15. Jahrhundert, ein sogenannter Steinbloßhof, ist typisch für die Region.
Grundsätzlich hat man immer mit dem gebaut, was in der Umgebung vorhanden ist. Und bei uns ist es einfach sehr steinreich. Also und somit hat man eigentlich das Material, Herdnummer, was eben praktisch auch in der Umgebung war. Kalk war ja teuer oder war ja auch, ist auch nicht vorhanden in der Gegend. Und somit ist das Stein bloß eigentlich entstanden. Wir haben es jetzt eigentlich schon zu schätzen und zu lieben gelernt, eigentlich, dass man die alte Substanz auch gut erhält und pflegt. Besonders im Sommer, sage ich einmal, wenn es draußen heiß ist. Also es ist so angenehm drinnen, man braucht keine Klimaanlage. Es ist echt einfach ja, ausgleichend, staublos Haus. Es gleicht die Temperatur irgendwie ein wenig aus. Die Wanderer, die da vorbeigehen, die genießen schon die schöne Platzl da. Und von denen hören wir es ja dann immer, wie schön, was nicht da ist. Selber sieht man es dann vielleicht gar nicht so, wie in der Käserei oder sehe ich es ja nicht. Gell? Und wenn die Wanderer kommen, dann sagen sie, ja, mein Bäuch ist schön. Ja, dann schaut man selber wieder mal, ja, genau. Denn genau hier am Abrahamhof führt ein Weg vorbei, der die Wanderer an unzähligen Steinbloßhäusern vorbeibringt. Weiter im Osten des Mühlviertels bei Freistadt bettet sich entlang der Feldeist das Thurital. Die beiden Schmiede Martin Bögerbauer und Sepp Ahorner werken in der letzten erhaltenen Hammerschmiede des Tals. Dann werden wir das ein bisschen kürzen. Jawohl, und wir haben es schon geschafft. Sehr gut, das war's. Kraft genug da. Martin schmiedet ein Messer, das optisch gut zum alten Gemäuer passt. Das ist eine uralte Form, wo man nichts noch aufkleben muss, annierten muss, was alles in viel mehr Arbeit ausarten wird. Ich kenne es unter dem Namen Wikingermesser, Keltenmesser in die Richtung. Das ist keine Erfindung von mir. Langsam zwingt Martin das Eisen mit Hilfe des mächtigen Schmiedehammers in Form. Der wird nur Kraft des Wassers angetrieben. Eine Herausforderung. Es ist sehr spannend, weil man einfach mit einem alten Schweifhammer wie dem nicht so oft zum Schmieden kommt. Der große Nachteil ist, er haut immer gleich stark drauf. Also immer volle Bulle. Bei den modernen kannst du das auf ganz fein variieren. Das geht bei dem halt nicht, da muss man mehr mit der Hand tun. Gewöhnungsbedürftig war es am Anfang. War eine Umstellung. Gelernt habe ich es auf Moderne, wo man mit dem Fußpedal, je weiter das man abdrückt, umso stärker haut er drauf. Bei ihm ist es so, sobald er drauf hat, haut er voll drauf. Einst war das Thurital vom Klang unzähliger Schmiedehämmer erfüllt. Sie alle haben der industriellen Massenfertigung weichen müssen. 1996 dann schließen sich einige alte Schmiedemeister zusammen, um eines der Hammerwerke wiederzubeleben. 2 Jahre dauert die Renovierung. Sepp ist damals wie heute federführend dabei. Ich mach's gern und ich fahre jeden Tag fahre mit Freuden da herauf in die Thuritalschmiede. Man muss ja sowieso alle Tage einmal nachschauen, ob alles in Ordnung ist, mit dem Wassereinlauf, mit dem Wasserrad und dass alles funktioniert. Weil wenn eine Gruppe kommt und es funktioniert irgendwas nicht, man will sich nicht blamieren, auf Deutsch gesagt. Nicht? Während Martin vorsichtig den Griff des mittelalterlichen Messers biegt, muss auch Sepp das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Man muss sich immer ganz schön in Schwung halten mit den Muskeln, dass man die harte Arbeit auch machen kann. Ich trainiere auch alle Tage, muss ich sagen, wirklich wahr. Also ich habe eigene Kraftkammer zu Hause und die Muskeln müssen natürlich, speziell der Armmuskel, der muss ganz schön trainiert werden, weil sonst wird das nichts. Wenn man da keinen Schmerz hat, keine Muckis, dann wird das nichts, das Ganze. Schlussendlich gibt auch Martin seinem Messer den letzten Schliff.
Dank des jungen Schmieds wird wohl auch in Zukunft der Klang des Schmiedehammers im Thurital zu hören sein. Rund 100 Kilometer weiter entlang der tschechischen Grenze im niederösterreichischen Thayatal, der Bahnhof der Gemeinde Waldkirchen. Züge fahren hier allerdings schon lange keine mehr. Der Verein Zukunftsraum Thayatal macht aus der Not eine Tugend. Das ausrangierte Bahngelände soll in ein Hotel verwandelt werden. Martin Schrammel leitet die Baustelle. Das sind alte Bauzugwaggons von der ÖBB. Da haben eben die Bauarbeiter entlang der Strecke geschlafen, an den Baustellen, mitten im Nirgendwo. Und es war halt ziemlich mühsam, da drin zu wohnen. Im Winter waren das mit Kohlenöfen beheizt. Man hat dann raus müssen, ein paar hundert Meter dem Gleis entlang, zu den Nass- und Sanitärwaggons. Und ja, die ÖBB-Mitarbeiter wollen halt auch ein bisschen komfortabler schlafen mittlerweile. Jetzt wird in Hotelzimmern geschlafen und diese Bauzugwaggons, für die gibt es eben keine Verwendung mehr. Und die werden jetzt sukzessive aufgelassen und teilweise verschrottet. Und damit die eben erhalten bleiben, haben wir die Waggons dastehen und verwenden die weiter. Und es passt halt einfach gut auch zu unserem Bahnhof und zum Radweg. Und das sind tolle Unterkünfte. Nachhaltigkeit auch im Inneren. Die Möbel für das Zughotel stammen aus aufgelassenen Betrieben. Meine offizielle Berufsbezeichnung beim Verein Zukunftsraum Thailand ist der Klimawandel-Anpassungsmodell Regionenmanager des Bezirks Waldhofen an der Thaya. Und da ist es mir natürlich ein Anliegen, dass wir ressourcenschonend agieren. Und auf einer persönlichen Ebene, da ich Vater von einer kleinen Tochter bin, ist es mir natürlich ganz wichtig, dass wir den Planeten versuchen zu schonen, damit wir ihr eine lebenswerte Lebensgrundlage weitergeben. Das Zughotel liegt an der Radroute Thaya-Runde. Diese führt entlang der aufgelassenen Bahnstrecke von Österreich nach Tschechien. Und wir sind da quasi das letzte Hotel vor der Grenze und darum wird bei uns dann oft noch Halt gemacht. Gleich eine Nacht im letzten Hotel vor der Grenze. Und die Übergabe an die nächste Generation fordert ihren Tribut. Wir wollten einfach mal einen frischen Wind reinbringen. Papa hat, glaube ich, ein Tränchen verdrückt. Das Thayatal an der österreichisch-tschechischen Grenze. Im Zughotel von Waldkirchen sind schon zwei Waggons bewohnbar. Martins Frau Katrin Gasser kümmert sich erst seit diesem Jahr um die alten Züge und die neuen Gäste. Ich bin ja ursprünglich Biologin und da eigentlich reingestolpert in dieses Projekt, weil es mir einfach so gefallen hat von Anfang an. Eine Herausforderung ist auf jeden Fall auch die Reinigung. Es ist halt einfach alles verwinkelt, man muss alles reintragen, raustragen. Es ist sehr personalaufwendig und zeitintensiv. Es ist halt nicht so einfach wie einfach von Zimmer zu Zimmer, sage ich jetzt mal. Wobei ich noch nie in einem richtigen Hotel gearbeitet habe, also ja. Die Mühen zahlen sich jedenfalls aus. Aufgrund der hohen Nachfrage sollen 9 weitere Waggons umgebaut werden. Wir haben den Speisewaggon, das soll einmal der Frühstücksraum werden mit Buffet, wenn dann das Hotel einfach noch mehr Betten hat. Weil derzeit haben wir 8 Betten im Betrieb, aber der Plan ist, oder theoretisch könnten es bis zu 53 werden. Wir haben ja auch kein Fernsehen und eigentlich auch kaum einen Internetempfang. Radio, es ist wirklich nichts da, absolute Ruhe, sage ich jetzt einmal. Aber die Leute suchen das auch und genießen genau das. Und das Projekt vom letzten Hotel vor der Grenze schweißt zusammen. So stressig es auch ist in der Partnerschaft, dann, wenn es eben hoch hergeht, aber es ist einfach angenehm, gemeinsam an so einem Projekt zu arbeiten, hinter dem man richtig steht und das beiden taugt. Dadurch, dass wir nicht gemeinsam am Arbeitsplatz sind, sage ich jetzt einmal, ist es wirklich sehr gut sogar und wir können uns da gegenseitig einfach wirklich unterstützen. Ja. Irgendwas wollte ich sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ja. Dass wir uns zum Glück gerne nicht sehen, ne? Nein, das habe ich nicht gemeint, nein. Ja, das Interesse ist von Haus aus auch wirklich da, an dem, was ich mache, an dem, was er macht. Und ja, das passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Und ich kann mich hundertprozentig auf meine Partnerin verlassen, ne?
Die Gäste wiederum können sich auf den Service verlassen. Denn trotz aller Abgeschiedenheit werden sie von Katrin mit Frühstück versorgt. Es ist einfach eine ausgefallene Idee, sage ich jetzt einmal, in einem Zughotel, weil so viel gibt es dann auch wieder nicht. Und wenn dann die Leute einfach sagen, es war super und wir kommen gerne wieder, dann ist das natürlich, das motiviert. Das motiviert sehr. Ah, das schaut ja wirklich gut aus. Ja, das schaut wirklich gut aus. Die Zutaten für das Frühstück kommen auch aus der Region. Die Semmeln bäckt die Bäckerei Cassis im 10 Kilometer entfernten kleinen Ort Thaya. Hier sind Lena und Laura Cassis, die Chefinnen, mit 23 und 25 Jahren die zwei jüngsten Bäckermeisterinnen Österreichs. Und früh übt sich, wer Meisterin werden will. Für mich war eigentlich das Aufstehen nie ein Problem. Also ich glaube, weil wir halt das einfach im Blut haben. Unsere Eltern stehen beide gerne auf. Wir waren aber auch noch nie Langschläfer, muss man dazu sagen. Ja, wir waren, auch, wie wir in der Schule waren, wir sind immer gerne aufgestanden. Ist wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich für Kinder, aber nein. Wir sind wirklich immer unter der Woche gerne aufgestanden und am Wochenende lange geschlafen. Wir haben eigentlich schon immer, egal in welcher Hinsicht, einen Bezug zur Backstube gehabt. Egal, ob wir jetzt als Kinder Fahrradfahren herinnengelernt haben oder die jetzigen Kollegen ein bisschen ausspioniert haben und ein bisschen segiert haben. Aber natürlich haben wir auch hin und wieder Kekse gebacken oder alles Mögliche haben wir eigentlich gemacht. Inzwischen sind die beiden für über 35 Mitarbeiter verantwortlich. Klar vorgegeben war dieser Weg nicht immer. Ich glaube, das war bei uns beide mal der Fall. Also. Es war bei uns beide der Fall, dass wir mal was anders machen wollten. Aber im Endeffekt haben wir dann immer mal ein Praktikum zu Hause gemacht und haben einfach gemerkt, dass wir das beruflich machen wollen. Vor 2 Jahren haben Laura und Lena die Backstube von ihrem Vater Erich übernommen und stellen gleich einmal einiges um. Wie man ganz gut erkennen kann, sitzen wir gerade mitten in unserer Baustelle. Wir haben angefangen, einfach ein neues Verkaufslokal zu gestalten oder kreieren. Und jetzt sind wir hoffentlich bald fertig. Ja, wir wollten einfach mal einen frischen Wind reinbringen. Papa hat, glaube ich, ein Tränchen verdrückt, wie wir dann an Tag, an dem wir mit Rausreißen begonnen haben. Aber inzwischen, glaube ich, ist auch ganz happy, dass wir jetzt fertig werden, dass man schon die ersten Züge sieht, wie es dann am Schluss ausschauen wird. Die hohen Ansprüche ihres Vaters an die inneren Werte des Brotes halten die Schwestern aber weiterhin hoch. Für die Teiglinge bedeutet das viel Zeit zum Reifen. Und das mit einer eigenen Playlist. In unserer Reifekammer haben wir klassische Musik. Da spielt dann entweder Mozart, Beethoven oder Bach. Und da werden die Teiglinge über Nacht beschallt. Es gibt eine Studie, dass sich klassische Musik auf Wasser auswirkt. Und dadurch, dass der Teigling zum größten Teil aus Wasser besteht, haben wir sie gedacht, dass das sicher auch einen positiven Effekt hat. Es ist immer lustig, wie die Leute glauben, wir machen einen Schmäh. Wir machen einen Scherz, ja. Und dann stehen sie da drinnen, lassen sie die Backstube anschauen und das ist ja wahr. Ich hab's uns jetzt nicht gehört. Die glauben, wir sind ein bisschen verrückt, ja. Vater Erich Cassis jedenfalls freut das Engagement seiner Töchter. Ich bin so begeistert, dass wir gemeinsam miteinander arbeiten und dass es eigentlich so problemlos über die Bühne geht. Sie haben neue Projekte, sie machen ein neues Geschäft, sie haben neue Ideen und das ist gut, dass ein neuer Schwung in die Backstube kommt. Sie kommen rein mit einem Lächeln und einem guten Morgen. Da bin ich eher der Grießcremige. Also das ist schon toll. Ist nicht immer einfach, aber so ist es halt, wenn man mit der Familie dann auch zusammenarbeitet. Es hat definitiv mehr Vorteile als Nachteile. Also. Es fragen uns immer sehr, sehr viele, wie das eigentlich funktioniert. Wir sind zwar Schwestern, wir leben gemeinsam, wir arbeiten gemeinsam, streiten wir uns eigentlich nicht. Ich meine, sicher, jeder streitet sich, glaube ich, und manchmal fliegen ja wirklich die Fetzen, aber dann schreit man sich einmal an, 10 Minuten. Im Endeffekt, glaube ich, ohne einander geht's nicht. Wir kommen immer wieder zueinander, sagen wir es so. Ja. Yeah. Während der Arbeitstag für die jungen Bäckermeisterinnen aus Thaya zum Mittag endet, beginnt er nur ein paar Häuser weiter erst.
Im Landgasthaus Heidel, einem Familienbetrieb in dritter Generation. Guten Appetit. Dankeschön. Na dann Mahlzeit. Eva Heidel verwöhnt die Gäste in der Stube mit Klassikern der österreichischen Wirtshausküche. Wenn die Wirtin allerdings in den Keller ihres Wirtshauses geht, dann gibt es wenig zu lachen. Denn das dunkle Gewölbe verbirgt ein jahrhundertealtes Geheimnis. Dieser Keller ist eigentlich sehr mystisch. Man muss darauf hinweisen, dass der schon seit dem Mittelalter wahrscheinlich existiert. Und wir führen den Keller in der dritten Generation. Und die Großeltern vom Mann haben ihn in die 60er Jahre gekauft. Und man hat gewusst, dass es diesen Keller gibt. Aber es war schon so, dass der mit Wasser geflutete Teil zugemauert war. Das heißt, das ist dann eigentlich ein bisschen überraschend gekommen. Man hat gewusst, dass es ihn gibt, aber dass er in dieser Dimension existiert, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ich nehme jetzt an, zugemauert ist er worden in den Kriegsjahren als Lagerraum, als Fluchtweg, als Versteck von Leuten oder was auch immer. Es waren schon einige Forscher da, die sind sich einfach uneins. Eine gewisse Portion Mut braucht man für die Erforschung des Kellers. Es gibt schon einen oder anderen, der sich das nicht traut. Kinder finden es meistens super, Erwachsene trauen sich eher weniger und die mit Platzangst fahren natürlich nicht. Aber auch in den sanften Hügeln des Mühlviertels traut sich einer was. Ich probiere, dass die Leute wieder so essen, wie es eigentlich früher ganz normal gewesen ist. Nichts Convenience, Fast Food und sowas. Dauert halt alles zwar ein wenig länger, aber ich finde, man merkt den kompletten Unterschied. Und ich probiere, alte Sachen wieder zum Aufleben lassen. Nach Ausflügen in Haubenküchen landesweit hat Michael Just vor 3 Jahren das alteingesessene Dorfwirtshaus in seinem Heimatdorf Elz übernommen. Es war ein wenig ungewöhnlich am Anfang, dadurch, dass 16,5 Jahre lang zuvor eine Jausenstation gewesen ist. Und ich normales à la carte koche, ist es doch ein bisschen, wie soll ich sagen, zwei verschiedene Welten halt gewesen. Michael bringt fast vergessen geglaubte Gerichte auf den Tisch. Für einen speziellen Käse vermengt er Topfen mit Salz und Paprika. Also ich weiß nur mehr eine Anlaufstelle, wo es den gibt. Das ist eine Jausenstation da in der Umgebung. Früher war das gang und gäbe, dass das eigentlich in jedem Haushalt selber gemacht worden ist. Aber mit den Jahren ist das alles verloren gegangen. Ziergallkäs wird dieser Käse hier genannt. Dadurch, dass es geformt wird wie ein Zylinder, und Zylinder hat anscheinend früher im Dialekt Ziergel geheißen. Genau, und deswegen kommt der Name Ziergallkäs. Nicht zu verwechseln mit Ziegenkäse, was bei mir die Gäste sehr oft tun, wenn sie schnell über die Karten drüber lesen, weil da ist halt nur ein Buchstabe Unterschied. Ja. Und dann wollten sie eigentlich einen Ziegenkäse und kriegen sie den Ziergallkäse. Also ist ein sehr stinke Käse ist es, ja. Und wenn man an der Frischluft lässt, fängt er auch leicht zum Laufen an, also so zum Rennen. So wie man bei uns halt sagt, also so ein rennender Käs, ein stinkender, so ein richtig guter. Bis der Käse Füße bekommt, muss er gute 5 Wochen in der Reifekammer des alten Steinbloßhauses ruhen. (1836) erbaut, gibt das Herz des Hauses, die Stube, dem Wirtshaus Elzer Stuben, auch seinen Namen. Die Gäste, die taugt die Stuben da herin am allermeisten, weil so jetzt so richtig wie es in einer traditionellen alten Stube, drum die Elzer Stuben. Die Decken ist original von 1836. Die haben es generalsaniert, weil sie, so wie es früher üblich gewesen ist, mit Stierblut eingelassen worden ist. Die war richtig schwarz. Das war früher ganz üblich gegen die Parasiten, haben sie zu mir gesagt. Heutzutage so ein Decken machen ist relativ kostspielig, sage ich mal. Das
Passend zum alten Haus kocht Michael vor allem traditionelle Gerichte aus der Umgebung. Ein Bäuschel vom Reh soll es heute sein. Um an das Rezept heranzukommen, hat es allerdings schon etwas Vitamin B gebraucht. Ich habe das Rezept von einer alten Dame, die was selber mal ein Lokal gehabt hat. Und ich bin nie auf den Geschmack draufgekommen, wo der eigentlich herkommt. Ich kenne klassische Bäuscheln, habe auch viele schon selber gekocht. Aber wie man zu dem Geschmack kommt, habe ich selber nie erraten. Ja. Und die alte Frau, ältere Frau, ja, die mit, ich sage jetzt einfach Mitzi, ja. Das ist ihr Name. Ja. Sie hat mir das halt dann nachher durch gute Kontakte, was ich zu ihr habe, und auch von der Familie her, was man sie dann nachher erzählt. Michael ist ständig auf der Jagd nach alten regionalen Rezepten. Zu Mitzi Ahorner bringt er einen Kuchen mit, wohl auch kein Fehler. Michael, Servus. Hallo, grüß dich. Selbstverständlich, ich kann doch nicht mit leeren Händen irgendwo hingehen, wenn ich dann nachher was krieg dafür. Lass das schmecken, Mitzi. Mit genauen Mengenangaben kann man bei diesen Quellen allerdings nicht rechnen. Mit Rezepten darf man eigentlich nicht genau sagen, ja? Weil sie haben das auch meistens weiterbekommen und da sind ja nur Inhaltssachen drinnen. Ja? Die haben nicht, die stecken nicht 100 Gramm von dem, 200 Gramm von dem, sondern die sagen einfach nur, du gehört das, das und das rein. Aber wie viel, muss man schlussendlich auch wieder selber erfinden. Die letzte Geheimzutat für das fast fertige Rehbäuschel von Michael bleibt allerdings vorerst auch, naja, das, was es ist. Eine Geheimzutat. Es ist einfach bekannt, das Bäuschel da in der Umgebung. Ja. Und es war halt, ich glaube, 5 Leute das wissen. Und nicht mehr. Um überlieferte Geheimnisse geht es auch ein paar Hügel weiter bei Kaltenberg. Mit seinen Kindern Johanna und Helene sucht Mario Tauerböck tief im Wald nach ganz speziellem Holz. Da ist im Prinzip der Baum runtergekommen und da ist der Baum rundum gewachsen und da hat der Stein immer gescheuert am Baum. Und somit hat er da im Prinzip eine Verletzung gehabt. Und überall, wo ein Baum Verletzungen hat, da tut er Harz hinlagern, dass er sich selbst schützt. Und genau das suchen wir. Die drei sammeln besonders harzreiches Holz, um damit Pechöl zu erzeugen. Die schwarze Paste gilt in der Region seit jeher als Heilmittel. Mario ist einer der wenigen, der die alte Kunst des Pechölbrennens noch beherrscht. Das Pechöl wird durch langsames, kontrolliertes Abbrennen aus dem Harz im Holz gewonnen. Ich darf nur nicht auf Rinnern so stark. Genau, ich darf nicht. Also, was du sagst, das ist die beste Ware. Nein, nicht wirklich. Also, es ist überall, wo Harzeinlagerung ist. Im Prinzip ist für mich das Pechölbrennen ist so, dass ich das selber gerne mache, weil ich im Prinzip uns und unseren Hof mit Heilmittel versorge. Und die Kinder sind da automatisch dabei. Jetzt reflektiere ich da eigentlich nicht, wie ist das, wenn ich das Wissen weitergibt, sondern die leben da im Betrieb einfach mit oder am Hof. Und somit lernen sie das. Das ist auch Kienholz, gell? Das sorgsam aufgeschichtete Holz auf dem granitenen Pechölstein wird nun mit Reisig und Grasnarben abgedeckt. Das ist immer einer von den Momenten, wo du halt im Prinzip instabil bist, wo es halt zusammenbrechen auch noch könnte, wenn du jetzt irgendwo. Das ist eigentlich immer das Aufregendste beim Ganzen. Weil das wieder, weil dann da wieder ein Wasen drüber liegt, dann bin ich wieder in absoluter Ruhe. Im gesamten Mühlviertel gibt es noch überall die Steine, also die sind noch weit verbreitet. Das sind halt vor allem Schausteine geworden in den letzten Jahrzehnten. Und mir taugt halt das, wenn du so einen Stein hast und dann baust du im Prinzip den Meiler auf und auf einmal fängt er wieder so richtig lebendig. Gell? Und somit hat der Stein auch noch seine Bedeutung und seine Wichtigkeit am Hof. Das ist nicht einfach ein Stein, sondern mit dem wird auch was geschaffen. Durch einige wenige Löcher in den Rasenziegeln soll das Feuer im Pechölmeiler Luft bekommen. Nach dem Anzünden heißt es, sich in Geduld üben. Denn bis das Pechöl zu rinnen beginnt, muss das Feuer über mehrere Stunden bewacht werden. Gleich. Braumeister Olaf versteht keinen Spaß, wenn es um das Zapfen seines Bieres geht. Wenn der hinter der Zapfanlage steht, trockene Hände hat, dann gehe ich woanders hin. Und auch Anni kennt keine Kompromisse. Ich bin alt genug. Ich mache nicht mehr das, was mir Spaß macht. Zu
Zurück zum grenzenlosen Reich des Mühlviertels in Freistadt, dem Herz der Region. Heidi Pöschko liefert hier Schätze aus, die auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen sind. Reste von liebgewonnenen Stoffen. Ja, hallo, grüß dich, grüß dich. Das, was wir machen, das ist ja eigentlich eine Frage der Wertschätzung für die Sachen, die schon da sind, im Grunde genommen. Wir verwenden ja nur Materialien aus unserem Fundus. Ich denke mal, für ein Geschenkesackerl ist es groß genug und es hat ein neues Leben gekriegt damit und man muss nichts wegwerfen. Oder man nimmt es irgendwo im Haushalt als Brotsack. Okay, also dann, tschüss, vierte. Christa Oberfichtner leitet das MÜK. Der Verein fördert Mühlviertler Kunsthandwerk. 2013 hat Christa im MÜK Sack und Co. gegründet. Gemeinsam mit ihrer Schwester Anni Weinzinger und Freundin Karin Geishofer verarbeitet sie nun hier vermeintliche Reste. Das ist ja ganz was Wertvolles, so ein Stück Stoff. Und wenn es nur so ein kleines Stickerl ist, das hat einmal wer das Muster designt, das hat einmal wer gedruckt, das hat wer gewebt, das hat wer vorbereitet. Also das haut man nicht weg. Gleichgesinnte für dieses Projekt zu finden, war für Christa kein Problem. Ich mache in meinem Leben nur mehr das, was mir Spaß macht. Ich bin alt genug, ich mache nur mehr das, was mir Spaß macht. Und alte Stoffe und altes Gewand und alte Vorhänge und altes Bettwäsch, das ist einfach, ich greife das so gerne an. Da sind Romane dahinter, Geschichten. Das ist ein Nostalgiegefühl. Ich denke da immer an meine Mutter und an meine Tante und an meinen Gohn. Da denke ich mir, die gefeierten sie. Die Damen treffen sich nun regelmäßig, um gemeinsam für den guten Zweck zu nähen. Und miteinander nähen ist einfach lustiger wie allein, gell? Manchmal, nicht immer. Nicht immer, aber wenn man sich konzentrieren muss, dann aber macht man manchmal ist einfach lustig, also, weil man sich gegenseitig ein bisschen inspirieren kann. Ja, und es geht viel mehr weiter, also weil man direkt, also man ist nicht abgelenkt, sondern Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Das stimmt. Da haben das vielleicht nebenbei wieder irgendwas anderes. Und so ist einmal ein Nachmittag. Oder der Mann schreit, er will was. Und so schreien nur die Sackerl. Sie wollen fertig werden. So können wir in Ruhe dahin werken. Genau. Kein Stoffrest ist den Näherinnen zu klein oder zu wenig kostbar. So kann auch Heidi die Andenkenfleckerl von ihrer Mutter weiterverwenden. In diesen kleinen Schritten in diesen Sackerl kann man es halt weiterleben lassen. Und das macht einfach ein gutes Gefühl. 15 Kilometer weiter südlich, bei Käfermarkt, thronen grün in grün schier endlose Hopfenfelder. Über 19 Hektar, das sind mehr als 26 Fußballfelder, wacht Hopfenbäuerin Margit Ehrensberger. Dabei ist der Hopfen alles andere als pflegeleicht. Er ist schon haglich, er ist anspruchsvoll, ein bisschen ähnlich zum Verstehen vielleicht wie der Wein. Es gibt das Sprichwort, der Hopfen möchte jeden Tag seinen Herrn sehen. Man muss ihn sehr gut beobachten, was er so ein ganzes Jahr macht. Wenn es viel regnet, wenn es trocken ist, man muss ja mal ein bisschen im Auge haben. Im Frühherbst dann sind die Hopfendolden bereit für die Ernte. Man sieht das ganz schön da an der zweifärbigen Doldenfarbe und man sieht es, wenn man die Hopfendolde rückwärts abspürt, dann muss er davon hupfen. Und man riecht es, wenn man dieses Lupulin, diesen gelben Blütenstaub, ein bisschen malt und ein bisschen warm macht zwischen die Finger. Und das muss so richtig nach Hopfen riechen. So wie er dann auch in der Brauerei riechen wird. Bei der Ernte ist Sorgfalt geboten. Rund 7 Meter rankt der Hopfen in die Höhe. Ganz oben verbindet ihn ein dünner Draht mit dem Rankgerüst. Diesen Draht muss Margit unten in den Traktor spannen. Und mit einem Ruck reißt ihn dann der Traktor mitsamt den Ranken herunter. Nach der Ernte werden die Dolden von den langen Ranken abgerebelt. 9 unterschiedliche Hopfensorten baut Margit an, vom Golding über Malling bis zum Hersbrucker.
kaum ein Mensch weiß, was hinter dem Hopfen steckt. Und dass es verschiedene Sorten gibt, weiß auch keiner, weil die schauen ja relativ gleich aus alle. Und das ist einfach meine Leidenschaft, dass ich das die Leute einfach ein bisschen erklären kann, wie das bei uns als Hopfenbauer abläuft. In der hauseigenen Brauerei, dem Ederbräu, braut die Hopfenbäuerin ihr eigenes Bier. Alles im Sinne der Aufklärung, versteht sich. Zu einem Hopfenbauern gehört ein Bier. Das war immer so und das soll auch so sein. Egal, was man trinkt. Aber du wirst bei keinem Hopfenbauern einen gespritzten kriegen. Im Norden grenzt das Mühlviertel an Tschechien. Auch hier, beim unangefochtenen Europameister im Bierkonsum, wird man wohl so leicht keine gespritzten bekommen. Vom ehemaligen eisernen Vorhang ist nur mehr ein Mahnmal zu sehen. Die Grenzen stehen offen. In Südböhmen, inmitten des kleinen Dorfes Čižová, thront ein Renaissance-Schloss. Einmal in der Woche findet im Schlosshof ein kleines Bierfest statt. Denn hier im Schloss wird nachweislich schon seit 1629 Bier gebraut. Aktuell dafür verantwortlich der Deutsche Olaf Körner. Olaf lebt schon lange in Tschechien. Zum Brauen ist er allerdings erst über Umwege gekommen. Nur das tut man sich aber, wenn man einfach eine Veränderung braucht. Und ich habe immer gesagt, ich habe mein Leben in 4 Etappen eingeteilt. 25 Jahre Kindheit und Schule, Universität. 25 Jahre war ich Manager einer großen internationalen Firma. Jetzt werde ich 25 Jahre Bier brauen und dann werde ich mich 25 Jahre ausruhen. Die Zeit hat dem einst prächtigen Schloss stark zugesetzt. Das Gebäude war knapp vor dem Verfall. Bis sich 2013 die Gemeinde der Ruine annimmt und zu renovieren beginnt. Und nun können sich die Gäste im neu erstrahlten Schlosshof hausgemachte Würste und frisch gezapftes Bier schmecken lassen. Das Zapfen, das ist in Tschechien allerdings eine eigene Wissenschaft. In Tschechien sagt man, der Braumeister braut das Bier und der Ausschank macht das Bier. Wenn ich in den Bar gehe, schaue ich zuerst, was wir sagen, die Hardware, dass die richtige Zapfanlage da ist. Und das Zweite, woran ich darauf schaue, ist der Zapfmeister oder derjenige, der am Ausschank steht. Und ich schaue besonders auf seine Hände. Und die Hände müssen nass sein, weil er ständig mit Reinigen beschäftigt ist, die Gläser hier rausnimmt und dadurch nasse Hände hat. Also wenn der hinter der Zapfanlage steht, trockene Hände hat, dann gehe ich woanders hin. Ehrensache, dass Olafs Gäste in Čižová nun in den Genuss von korrekt gezapftem Bier kommen. Musik. 150 Kilometer weiter, im Osten von Tschechien, in der Region Vysočina, im kleinen Ort Přiseka, wohnen nur rund 200 Menschen. Aber auch hier auf einer Anhöhe über dem Dorf ein kleines Schloss. Und in seinem Inneren eine der größten Modellautosammlungen Europas mit über 11.000 dieser kleinen Kostbarkeiten. Radek Bukowski hat schon recht früh mit dem Sammeln begonnen. Seit meiner Kindheit spiele ich gerne mit Modellautos, sammle sie auch gerne. Als ich klein war, war es bei uns nicht einfach, Modellautos zu bekommen. Deswegen habe ich mir schon damals, als kleiner Junge, gedacht, dass ich sie eines Tages selbst herstellen werde. Und dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. In der Zwischenzeit stellt Radek Modellautos sogar selbst her. Sein Steckenpferd sind Oldtimer. Sehr schönes Auto. Ist Modell Skoda Felicia Cabrio. Jahre 1963. Auf 43 Mal kleiner als das Original soll das rote Cabrio nun schrumpfen, so dass es in Radeks Hand passt. Mit alten Autos ist es sehr schwierig, weil es von ihnen keine 3D-Modelle gibt. Damit die Form genau und authentisch wird, müssen wir alles einscannen, sowohl außen als auch innen.
Im Jahr entwickelt Radek rund 3 Oldtimer-Miniaturen. Eine recht aufwendige Arbeit. Wir machen das, weil es unser Vergnügen, unser Glück und auch unser Business ist. Anhand der Scan-Daten werden die Einzelteile der Autos abgegossen und dann in der hauseigenen Werkstatt zusammengebaut. Wichtig für Radek, alle Modellautos sind ausschließlich von der tschechischen Automarke Škoda. Als ich klein war, fuhr bei uns praktisch nichts anderes als Skoda-Autos. Und deshalb war mein erster Gedanke, gerade mit der Produktion von Skoda-Modellen anzufangen. Für Radek hat er sich erfüllt, der große Traum von den kleinen Autos. Nun gönnt er seinen beiden Flitzern noch eine gemeinsame Ausfahrt durch Südböhmen. Bis dann auch das kleine Škoda Cabrio im Schloss von Pšisica seinen Platz findet. Zurück über die Grenze. Über das Mühlviertel senken sich langsam die Abendstunden. Der Hof der Familie Tauerböck liegt nur rund 10 Kilometer von der österreichisch-tschechischen Grenze entfernt. Während Mario mit seinem Vater und seinen Töchtern den kleinen Meiler auf dem Pechölstein bewacht, verarbeitet seine Frau Monika das schwarze Gold zu einer Schmier. Dafür mischt sie das Pechöl mit Lanolin, dem Wachs der Schafwolle. Also die Pechschmier war früher im Mühlviertel schon weit verbreitet. Früher haben sie die Leute einfach selber geholfen, weil sie einfach nicht in jeder Ecke sie wo helfen lassen haben können. Und bei uns ist auch die Pechelschmieren natürlich zu Hause vorhanden. Und wenn die Kinder irgendwelche Wehwehchen haben, dann ist die Pechelschmier immer super, wenn man es bei der Hand hat. Früher war dieses natürliche Heilmittel in fast jedem Mühlviertler Haushalt zu finden. Ob gegen Bienenstiche oder Entzündungen, die Tauerböcks verwenden die Pechölschmier für fast alles. Und endlich ist es auch am Pechölstein soweit. Nach mehreren Stunden unter Sauerstoffmangel und Hitze ist das harzreiche Holz verqualmt und der schwarze Heilsamen beginnt zu rinnen. Mmh, das war lecker. Hm? Hast du aber gut aber gekocht. Mmh. Im Thayertal, bei Weidhofen an der Thayer. Hier geht frühmorgens Florian Kainz seiner Leidenschaft nach und dabei auf Tauchstation. Ich finde, das sind oft sogar direkt intime Momente, weil ich denke, man ist ja da mitten im Leben der Tiere. Es gibt wirklich immer wieder ganz spannende Erlebnisse, mit denen man auch gar nicht rechnen kann, die man nicht planen kann. Also zum Beispiel habe ich ein wunderschönes Erlebnis gehabt. Da habe ich gerade Reiher fotografiert, also Silberreiher und Seidenreiher. Und auf einmal läuft ein Bock quasi durchs Wasser. Ja, und das ist natürlich ganz was Besonderes. Die Natur ist für uns da eine Herzensangelegenheit und es ist halt schön, wenn man so wirtschaften kann, dass man auch die Natur erhaltet und sogar, dass man die Ökologie sogar fördert und die Biodiversität. Florian Kainz gehört einer wahren Fischzüchterdynastie an. Seit 60 Jahren in dritter Generation züchtet seine Familie im fruchtbaren Waldviertler Wasser Karpfen. Der Frühsommer ist Paarungszeit. Mit seinem Bruder Andreas bereitet Florian das Ehebett für die Fische vor. Dafür fluten sie eine Wiese. Das Liebesleben der Karpfen passiert Ende Mai, Anfang Juni, wenn das Wasser warm genug ist und im Teich, so wie bei uns da, etwas Gras wächst. Das Gras ist anscheinend irgendwo ein bisschen anregend für die Fische. Sie sind da nicht sehr wählerisch, also wir tun da in dieser kleinen Teiche ungefähr 8 Stück rein, 4 und 4 von jedem Geschlecht. Und nach ein paar Tagen, wenn das Wasser warm genug ist, dann lässt der Rogner, das Weibchen, die Eier ins Gras und dann kommt das Männchen, der Milchner, und befruchtet die mit seinen Spermien. So gesehen ist das nicht unbedingt sehr spektakulär, aber ich nehme an, dass die Fische Spaß dabei haben und sie dürfen bei uns den Spaß auch haben. Mit ihrem Vater Thomas sehen die Brüder beim Karpfennachwuchs nach dem Rechten.
Die Männer geben ihren Fischen viel Platz und Zeit zum Wachsen. Bis zu 40 Quadratmeter pro Fisch und mindestens 3 Sommer lang. Da ist es fast logisch, dass Karpfen bei den Kains des Öfteren auf dem Speiseplan steht. Und, so unter Karpfen-Spezialisten, welche ist denn nun die beste Zubereitungsart? Das ist jetzt eine sehr Geschmacksfrage. Geschmackssache, wie immer, aber man kann schon sagen. Ich denke mal, je unverfälschter, desto besser. Und wenn man einfach nur im Mehl eindrückt und rausbratet. Ich brate ihn in Öl raus, Mehl drüber stauben, damit es ein bisschen eine Kruste bekommt und knusprig wird. Das geht ziemlich rasch und verfälscht aber auch den typischen Fischgeschmack. Nicht? Also ich würde zum Beispiel nie einen Knoblauch auf einen Karpfen drauf tun. Also wir essen, wenn wir einen Karpfen haben, Karpfenfilet, Natur und Petersilie-Kartoffeln dazu. Das ist überhaupt das Beste. Außer zu Weihnachten. Ja, zu Weihnachten, da wickeln wir, wie alle Österreicher, wickeln ja alles in Bresseln rein. Nicht? Bis Weihnachten dauert es noch. Bis dahin genießen die Züchter ihren Karpfen pur und unverfälscht. Obwohl... Ich habe den Knoblauch schon gern dazu. Ich hab's, ja. Ein bisschen Knoblauch ist schon gut, aber ja, nicht, das darf nicht übertönen. Der darf nicht vorschmecken, der Knoblauch. Ja, ey, weil du kannst natürlich mit Knoblauch viel kaschieren, auch wenn was nicht zum Essen ist, sozusagen. Mühlviertel, Südböhmen und Thaierland. Unberührte Natur und Leben in Denkmälern, die die Zeit überdauern. Grenzenlos und steinreich.